Hey Leute, ich bin SmackPaverick. Ja, hier könnt ihr einmal ein Video von mir sehen, welches ich am Handy bearbeite bzw. schneide. Ich zeige euch, mit welchem Programm ich das mache und welche Funktion dieses kostenfreie Programm bietet und wie es funktioniert. Hier könnt ihr das Programm sehen, Video Maker. Ich öffne das einmal. Dann mache ich jetzt ein neues Video. So, hier könnt ihr nun sämtliche Videos sehen, die auf meinem Smartphone drauf sind. Ich wähle entsprechend das Video aus, bestätige die Eingabe. So, das Wichtigste ist, denke ich, erstmal das Video zu schneiden. Deshalb gehe ich hier auf Trim. Ihr könnt das ja sehen. Ich bin hier noch nicht im Bild. Ich gehe erst ins Bild. Das soll man natürlich nicht sehen. Und am Ende soll man natürlich auch nicht sehen, wie ich wieder zur Kamera hingehe. Deshalb schneide ich das Ganze auch raus und bestätige das mit einem Haken. Hier unten habt ihr noch die Möglichkeit, Töne zum Beispiel hinzuzufügen. Ihr könnt eine Aufnahme hinzufügen. Ja, das geht jetzt leider nicht, weil ich gerade über die Bildschirmaufnahme hier selbst aufnehme. Ansonsten könnte man hier einen Kommentar zum Beispiel hinterlassen. Aber ihr habt auch die Möglichkeit, das kann ich euch zeigen, hier Töne hinzuzufügen, von Sounddateien, die auf eurem Handy gespeichert sind, ja, dann kann man das eben hier entsprechend platzieren und hinzufügen, wie ihr das hier seht, ja, einfach das ein bisschen länger gedrückt halten und dann eben entsprechend hinschieben, wo ihr das haben möchtet. Ja, weitere Sachen, die möglich sind, ihr könnt hier auch ein Textfeld hinzufügen und einen Text entsprechend reinschreiben. Auch das ist möglich. Ja, auch hier könnt ihr das dann entsprechend verschieben, verziehen, wie ihr das wollt. Ja, die Farben könnt ihr ändern, alles Mögliche. Ja, da kann man sich einfach mal ein bisschen reinklicken. Das ist möglich. Ihr habt auch die Möglichkeit, hier irgendwelche Sticker noch zusätzlich einzufügen. Das ist auch möglich. So eine Auswahl kann man natürlich auch wieder herausnehmen. Ja, ihr könnt auch irgendwelche Effekte noch hier hinzufügen. Ja, irgendwelche Glitch-Effekte, Shadow-Effekte, die ihr dann auch im Prinzip genauso einfügt, wie ihr das mit den Texten oder des Sonstigen gemacht habt. Ihr könnt auch irgendwelche Filter einfügen, und das Video entsprechend dann verändern. Das ist möglich. Ja, und dann könnt ihr natürlich auch eine weitere Szene hier am Ende des Videos, oder am Anfang, hinzufügen. Dazu geht ihr einfach auf die Plus. Und dann werden euch hier wieder weitere oder wieder die Videos angezeigt, die auf eurem Gerät sind. Ich klicke einfach mal eins an jetzt wieder. Ja, und dann wird das hier am Ende eben angehängt. Ihr könnt es sehen, zwischen den beiden Videos ist hier so ein Zeichen. Ja, da kann man die Übergänge noch entsprechend machen. Ja, ihr könnt es hier sehen, dass sich das dann halt so überschneidet oder eben andersrum. Das sind so ein paar Bearbeitungsmöglichkeiten, die ihr hier habt. So, und jetzt habe ich hier zwei Szenen aneinander geschnitten. Ja, ich habe noch eine Möglichkeit, dass ich eben auch die Geschwindigkeit hier von einem solchen Video ändere. Ja, ich kann es schneller ablaufen lassen. Ja, das ist also auch möglich. Und ich kann es auch hier zuschneiden. Das geht also auch, ja. Das ist auch möglich. Ja, solche Möglichkeiten habe ich halt. Und wenn ich am Ende mein Video dann fertig bearbeitet habe, gehe ich hier oben rechts hin, wähle die Auflösung, die Qualität, die Bildrate, in der ich es entsprechend speichern will und sage Speichern. Ja, und schon ist das Video fertig gespeichert. Ist natürlich mit Werbung versehen, dafür aber kostenfrei. Ja, ich hoffe, diese Anleitung war hilfreich. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Ich sage bis dann, euer MacPaverick.